Talion! Redback braucht deine Hilfe! Waldläufer ist verschwunden! Wie verliert man einen Olag? Er wurde entführt! Ich fand diesen Boten bei seinem Fressnapf! Was sagt man noch gleich über die Überbringer von schlechten Nachrichten? Man sagt, der Überbringer muss sterben! Tja, das erklärt so einiges. Wie lautete die Botschaft? Er sagte, wenn du dein Haustier je wiedersehen willst, bring den schreckfressenden Grabwandler! Lass das. Oh, entschuldige. Du weißt, dass das eine Falle ist. Na klar. Aber du schuldest mir was. Mir und Waldläufer. Vergiss nicht, wir haben Bruce für dich erledigt. Also, das habe ich etwas anders in Erinnerung. Ach, über Details lässt sich streiten, aber am Ende stehen wir doch zu dir. Was sollen die anderen Orks denken, wenn du nicht zu uns stehen willst? Er hat recht. Orks folgen den Starken. Wenn wir zulassen, dass unsere Soldaten attackiert werden, werten sie das als Schwäche. Vielleicht hast du recht. Hab ich? Ich meine, ja, hab ich. Los, komm schon, holen wir Waldläufer. Wer hätte es gedacht? Wir arbeiten zusammen, wie in alten Zeiten. Ruhe, du verrätst uns noch. Wie in alten Zeiten. Nicht schlafen. Der Anführer hasst es, wenn wir bei der Arbeit schlafen. Wenn er dich erwischt, tropft er sie aus, wirkt sie dir aus. Da ist er ja, der glorreiche, helle Herrscher. Ich wusste, dass diese schmierige Ratte es schaffen würde, dich hierher zu bringen. Bruce, ich zeig dir schmierig. Was hast du mit Waldläufer gemacht? Halt die Schnauze. Das ist eine Sache zwischen mir und dem Grabwandler. Dann komm runter. Beenden wir's. Nicht so schnell. Das ist erst der Anfang. Erst werdet ihr leiden. Und wenn du oder diese schmierige Ratte dabei draufgeht, umso besser. Doch falls nicht, Tür, dann fängt der Spaß erst richtig an. Nicht wahr? Lösch die Dunkelheit aus! Zeit zum Töten! Thank you.
zurück, du mieser Haufen Schrack! Er ist fort. Aber wir sehen ihn bestimmt wieder. Hoffentlich. Wir sind nämlich noch nicht fertig. Hör mir zu. Wir suchen Waldläufer. Und wir machen Bruce ein für allemal den Gar aus. Tja, ich werde hier nicht rumsitzen und abwarten. Ich durchforste jede Ecke Mordors, welche ich ihn gefunden habe. Und wenn es soweit ist, erfährst du es als allererster. In Ordnung. Bruce ist erst der Anfang. Je mehr Macht wir erlangen, desto mehr werden uns herausfordern. Dann töten wir sie. Nein, wir müssen an ihm ein Exempel statuieren, sonst werden andere nachrücken. Dann töten wir eben auch sie. Warum Hunderte töten, wenn es schon ausreicht, einen von ihnen zu brechen? Weil wir diesen Krieg gewinnen wollen. Hier geht's nicht um deine Machtspielchen. In Mordor ist das ein und dasselbe. Je länger Bruce lebt, desto mehr Orks schlagen sich auf seine Seite. Und das werden wir verhindern. Du hast recht. Wir müssen uns um ihn kümmern. Wir müssen schnell handeln. Folg mir! Lass mich raten. Es kam noch eine Nachricht von Bruce. Genau. Und ihr Inhalt wird dir nicht gefallen. Bruce hat ein paar deiner Jungs geschnappt und vergiftet. Er sagt, wenn du dich nicht beeilst, werden sie sterben. Wir müssen ihn aufhalten. Während du dich darum kümmerst, verfolge ich weiter Bruce. Ratback und Grabwandler, was für ein Gespann. Du ignorierst mich, oder? Etwa, weil ich Ratback zuerst gesagt habe? Wie steht's mit Grabwandler und Ratback? Besser?
Der Aufbau von Gondors Armee. Vom General bis zum Fußsoldaten. Ein Gebäude, das die Orks zerstören, sobald sie einen Fuß nach Gondor setzen. Okay, hier ist es. Du machst dein Ding und ich erledige meinen genauso wichtigen und heldenhaften Auftrag. Ich habe dich schon erwartet. Los mit dich und deine Jungs. Leid! Der braucht zweimal fragen. Das ist es also. Deshalb ist Bruce so sauer auf den Tag. Reicht doch! Ich... Schleicht hier jemand herum? Das war wohl kaum der letzte seiner Art. Hey, bist du nicht der Teufel, auf den ein Graub geschlagen hat? Nein, das war ich nicht. Das war wer anders. Nein, du bist es. Ha, wenn ich das nicht... Da ist der Waldläufer! Bitte! Schon mal versucht, den Grabwandler zu töten. Geh mit dem Fracking. Da beginnt der Spaß erst richtig. Geht trotzdem irgendwann. Wenn es sein muss, auch mehrmals. Irgendwann bleibt er tot. Wollen wir dann fliehen? Oder Rache nehmen? Hier! Hungarik! Hey! Nein, ich enttäusche Bruce nicht. Du wirst für deine Taten leiden. Hey!
wirst mir dienen. Ja, ich schlitz jeden für dich auf. Für dich auf. Ja, ich schlitz jeden auf, der dir zu nahe kommt. Ich glaube, mir reicht es mit Bruce und seinen Possen. Du weißt, was getan werden muss. Der Tod wird nicht reichen. Statuiere ein Exempel, auf das er eine Warnung ist, für jene, die ihm zu folgen gedenken. Das tut es. Dass du mich schon vergessen hast. Denn ich... ich werde dir meine Geschichte so tief in dein Fleisch brennen, dass du die Flamme niemals vergisst! Ja! Dort kannst du ziemlich gut töten. Du musst Orkblut in dir haben oder so. Ein reinblütiges Menschenschwein kann sowas definitiv.
Ich sehe den Waldläufer! Da oben! Ich rieche etwas! Menschendreck! So viel also zum großen Waldläufer von Gondor! Du machst mehr Lärm als ein Grauk! Grausame Rache üben. Im Namen der Verratenen und Verlassenen. Als mit dem Schwert. Du sollst rein! Erfahren davon und du wirst leiden. Das verspreche ich dir. So. Du wirst fliehen. Schließ dich der Armee des Hellenherrschers an. Ich trotze dir, Grabwandler. Bis du genug hast. Nicht, dass du mir übermütig wirst. Du wirst dich beugen. Diene dem Hellenherrscher. Dein Wille geschehe.
in den Kampf für den hellen Herrscher! Das hat dir zugesetzt. Er hat seine Zunge rausgestreckt. Schlag ihn noch mal! Er trotzt mit seinem Blick, doch in den Beinen... Das setzt er mich nicht! Du hast keine Stärke, keine Macht! Glaubt ihr, ich bin glücklich damit, euren Wachhund zu spielen? Bewegt euch! Hier leidet jeder von uns! So viele Bestien zugleich gesehen. Ob sie mir den Tag. Was war das? Ein Kater! Sterb hab ich so! Gab's diese Fälle schon ein bisschen verwundet? Ah! Ich bin bereit, ihr stirbt!